Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es ist gut, dass wir uns ohne Wenn und Aber für jüdisches Leben in Berlin aussprechen und einsetzen. Gerade in Zeiten, in denen äußerlich als Juden erkennbare Menschen in dieser Stadt Anfeindungen befürchten müssen. Anfeindungen, für die letztlich die Politik der leider seit Jahren dieses Land und unsere Stadt regierenden Parteien verantwortlich ist. Es war der 8. November vergangenen Jahres, als Berliner die Namen der 40.000 ermordeten jüdischen Berliner am Holocaust-Denkmal verlasen. Dort sprachen der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, der regierende Bürgermeister, der katholische und der evangelische Bischof, Berliner Schülerinnen und einfache Passanten. Nur zwei durften an diesem Gedenken in Form der Namensverlesung nicht teilhaben. Der Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion, unser werter Kollege Georg Paserski, dessen Vater selbst Opfer der Nationalsozialisten gewesen war, und ein weiterer AfD-Politiker aus diesem Hohen Hause, nämlich ich selbst. Lea Roos verweigerte dies. Das ist erstaunlich. War nicht Roos jene Protagonistin, die im Konzentrations- und Vernichtungslager Belzec in Polen den Backenzahn eines ermordeten Juden mitgehen ließ, um ihn jahrelang in einer häuslichen Schublade aufzubewahren? Es bereitete ihr kein Unwohlsein, in Gegenwart des Überrestes eines ermordeten Juden zu schlafen, zu speisen und andere häuslichen Verrichtungen zu erledigen. Als wäre es nur ein Donnerkeil oder eine Muschel vom Strand. Glücklicherweise wurde Frau Roos Vorschlag, diesen Zahn in die Stelen des Denkmals unserer Schande einzuzementieren, damals nicht entsprochen. Gleichwohl bleibt die Leichenfletterei bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist, dass sich keiner darüber aufregte. Sie war sogar der Verleihung eines Bundesverdienstkreuzes nicht abträglich. In der jüdischen Allgemeinen konnte man lesen, Lea Roos hätte sich am 8. November über meine blaue Blume der deutschen Romantik echauffiert. Die blaue Blume, die, wie gerade jemand an das Landesverfassungsgericht schrieb, in der Wahrnehmung der Swastika, also dem Hakenkreuz, entspricht. Ich muss hier allerdings mitteilen, dass mich auf der Gedenkveranstaltung am Holocaust-Mahnmal niemand auf die blaue Blume der deutschen Romantik ansprach. Weder Frau Roche oder Frau Roos noch sonst irgendwer. Lassen Sie mich vermuten, hier hat jemand das verbreitet, was Neudeutsch als Fake News bezeichnet wird. Niemand konnotiert in Berlin die blaue Blume der Königin Luise mit dem Nationalsozialismus, und das ist auch gut so. Shalom. Ja.